Wir sind ORF 2. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. In dieser Woche kochen wir nicht nur maltesische Gerichte, nein, es kocht auch einer der beliebtesten Köche unseres Landes, ein international gefeierter Fernsehkoch. Sein Name muss man nicht vorstellen. Johann Lafer und folgende Rezepte gibt es heute von ihm. Wir machen einmal maltesische Macaroni-Kasserole und in der zweiten Runde gibt es Bragioli, das sind Rinderrouladen auf Maltesisch. Ich freue mich sehr, dass er heute wieder mit dabei ist. Johann Lafer, der schönste Schnauzer der Welt. Grüß dich! Silvia! Mein Freund! Servus! Sehr gegrüßt, küss die Hand! Freut mich sehr, schön, dich hier zu haben. Wirklich, oder? Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da sein darf neben dir. Und ich sage dir jetzt was ganz ehrlich. Seit Staffel 1 wünsche ich mir, dass ein Koch deines Kalibers kommt und sagt, ich mache einen Nudeleintopf. Und endlich ist es soweit. Ja, das ist sehr beliebt. Aufläufe gehören zu den beliebtesten Gerichten genauso. Ich kann jetzt nur für Deutschland sprechen. Rinderrouladen, nach wie vor ein Klassiker. Ja, du machst es heute auf Maltesisch. Ich bin schon gespannt, wie das mit dem Hackfleisch zusammenfindet, also mit dem Faschierten. Ja, also wenn wir da gleich beginnen dürfen, das ist also so, dass wir erstmal Rindfleisch brauchen natürlich. Und dann ist immer wichtig, dass man so etwas natürlich plattiert oder flach klopft. Ich nehme hier einfach so einen dickeren Gefrierbeutel. Das ist immer besser wie so eine Klarsichtfolie. Und dann tue ich da drauf einfach nochmal eine Folie und nehme aber jetzt, wenn es geht, nicht diese Noppenseite. Das ist also schlecht für die Struktur des Fleisches, okay, sondern ich nehme immer die flache Seite. Also falls Ihr Fernseher zu Hause nicht festgemacht ist, jetzt festhalten. Es könnte sein, dass er anfängt zu wackeln, aber ist nicht schlimm. So. Der Krach ist vorbei, Gott sei Dank. Aber es ist auch mal ganz spannend, wenn der Nachbar hört, dass man kocht, oder? Kochst du noch zu Hause? Ja, also ich habe ja schon lange kein Restaurant mehr und nur noch eine Kochschule und dann ist es ja so, meine Frau und ich, wir sind ja dann jetzt schon lange alleine, ohne die Kinder, sind im Ausland. Und dann natürlich ist es schon ganz gut, wenn man sich abends mal ein bisschen Zeit nimmt und auch, ich muss ehrlicherweise sagen, auch mal das kocht, was man so im Restaurant kaum noch bekommt. Einfach Dinge, die man einfach gerne isst und sagt, okay, jetzt machen wir uns das mal. Okay, was wäre sowas, was du gemeinsam mit deiner Frau kochst? Also ich sage zum Beispiel so, bei uns ist es sehr oft so, eine richtige tolle Hühnersuppe mit so asiatischen Hühnerbällchen oder auch mal eine schöne Frühlingsrolle, wo man weiß, aus was die Füllung besteht, solche Sachen, das liebe ich. Ja? So, ich liebe auch so eine Füllung hier für dieses Rindfleisch. Und zwar habe ich hier erstmal Rinderhackfleisch. Wir haben so kleingeschnittene Speck- oder Baconwürfel. Wir haben gehackte Petersilie, man könnte auch Kerber nehmen. Dann haben wir hier Semmerbrösel. Du machst jetzt was? Ich mache ein Ragout aus Zwiebeln, Knoblauch, Speck, faschiertem Fleisch, Tomatensauce. Mhm. Dann kommen darunter Makaroni, die wir kochen werden in Salzwasser. Und ja, darunter kommt dann eine Mischung aus Ei und Parmesan. Und das Ganze wird gratiniert mit Cheddar Cheese. Genau, das kommt dann im Ofen. Das kann man auch sehr gut vorbereiten. Das ist ja auch oft so für die Zuschauer zu Hause, dass man nicht immer Zeit hat, alles frisch zu machen. Das ist ein gutes Gericht zum Vorbereiten. Aufläufe insgesamt erfreuen sich ja gerade in Familienkreisen großer Beliebtheit. Wie ist es bei dir? Bist du in einer großen Familie aufgewachsen? Ja, also durchaus. Mit Bruder und tolle kochende Oma natürlich, gehört auch dazu. Dann, es war immer, bei uns hat sich alles in der Küche abgespielt. Vor allem bei der Oma, das war immer, wenn man dort zum Essen war, war der erste Weg zu ihr in die Küche, was gibt es zu essen? Und sie hat dann immer gesagt, wir sollen raten. Und dann war meistens gefüllter Paprika, faschierte Leibchen. Ja, super also Sachen. Ich habe eine Cousine in Tirol, Josefine, und ihr Mann Rudolf. Die kamen dann immer ab und zu mal uns besuchen in der Steiermark, und das werde ich nie vergessen. Dann sind wir immer zu unserer Tante gefahren. Ja. Und die Tante hat dann erst mal draußen im Hof ein Huhn gefangen.
und geschlachtet. Kein Witz, ist keine Story jetzt. Und da musst du dir vorstellen, dann hat die das Huhn gerupft im Beisein von uns in der Küche, weil es gab ja nur die Küche. Yeah. Und der Mann von meiner Cousine, da habe ich immer gemerkt, der würde jetzt am liebsten durch die Scheibe springen. Und dann wurde das Huhn noch so lauwarm paniert, weißt du, so Backhändel. Yeah. Und dann, das war, wenn ich an die Geschichte denke, dann sehe ich aber den seinen Ausdruck. Für den war das die absolute Qual. Die absolute Hölle. Und die Tante hat immer gedacht, Wahnsinn, was für geiles Essen ich jetzt wieder den Tiroler da jetzt zubereite. Aber das ist ja manchmal, der Weg ist der falsche. Aber es hat richtig Spaß gemacht. Ich muss immer noch dran denken. Aber das ist eben das auch das Schöne, das Traditionelle und das Moderne, das verbindet uns ja auch. Ja? So wie jetzt zum Beispiel auch diese Füllung, die ist ja mit Eigelb. Dann habe ich noch Semmelbrösel reingemacht. Jetzt mache ich noch rein Salz, bitte. Danke, Salz. Guck mal, das ist ja auch eine Füllung, die nicht so... Bei uns tut man eigentlich eine Speckscheibe rein und dann eine Essiggurke, oder? Ja, so Karotten, klassisch. Senf. Ja, ich habe sie auch schon mal gefüllt mit Trüffel und so weiter, aber das ist natürlich dann die Luxusvariante. So, und jetzt machen wir daraus einfach eine schöne Füllung. Die tue ich am besten mit meinen gewaschenen Händen kneten. Ich weiß, dass das viele nicht gerne sehen, aber ich bin ehrlich, das Gefühl, ja, auch beim Teig ist immer noch so, dass die Hand mir immer noch das beste Gefühl gibt. Gell? Das ist leider so. Also man könnte jetzt auch irgendwelche Handschuhe anziehen, aber ich verspreche, Hand aufs Herz, ich habe wirklich meine Hände vorher sogar desinfiziert, sodass das wirklich einwandfrei ist. Aber so sieht man auch, man bekommt auf schnelle Art und Weise eine wunderbare, kompakte Füllung. Jetzt kann ich ja meine Hände gleich weiter benutzen, weil ich mache die Füllung jetzt da drauf und zeige jetzt einfach mal, wie man so eine Roulade füllt. Ja? Indem man einfach hier in der Mitte das Fleisch reinmacht und dann hier umklappt. Das ist ganz wichtig, so wie eine Frühlingsrolle. Und dann siehst du hier, Silvia, so nach vorne rollt. Du schlagst das links, rechts ein. Links, rechts ein. So, und das ist jetzt wichtig. Einfach so schräg reinstechen hier, so ein bisschen. Nur einmal. Und dann natürlich nicht vergessen, später dann, wenn die gegart sind, den Zahnstocher rauszunehmen. Also ich glaube, das ist erstmal eine schöne Roulade. Und vielleicht zeigen wir jetzt mal den Zuschauern das in ganz naher Einstellung. Na, selbstverständlich. Und da schon springt unser Auge ran. Genau. In der Zwischenzeit würze ich hier mit Salz, Pfeffer und Cayenne. Das muss braun werden, gell? Ja, vielleicht die Flüssigkeit muss verdunsten, ja. Weil ansonsten schmeckt nachher so ein bisschen wässrig. Ja? Also es ist immer ganz gut, wenn Fleisch eben durch das Anbraten diese herrlichen Aromen bekommt. Kannst du mir bitte in meine Pfanne ein bisschen Olivenöl reingeben zum Anbraten meiner Rouladen? Jawohl. Da vorne. So. Also ich sage, es ist ganz wichtig auch immer, dass man gute Zutaten nimmt. Ich finde, Österreich ist ja ein Land, wo man ja wirklich ganz, ganz tolle Erzeuger hat. Ich liebe das, ja, wirklich. Welches Fleisch empfiehlst du für Rindsrouladen, welchen Teil? Also Rinderhüfte finde ich schon ganz okay. Oder es gibt ja auch noch aus der Keule Teile geschnitten. Aber es sollte auch hier drauf geachtet werden, dass es wirklich ein tolles Fleisch ist. Also von nichts kommt nichts. Ich finde immer, die Leute hoffen immer. Ich habe mal vor 2 Jahren, habe ich mir so einen goldenen Topf gekauft, habe 2 Liter Wasser eingekocht. Und habe das 2 Tage langsam köcheln lassen und habe dann gehofft, dass es Wein wird. Und es ist nichts geworden. Und es ist nichts geworden. Ja, nee, das ist wirklich so. Also man muss schon richtig sich sicher sein, dass man das, was man reintut, in den Kochtopf auch wieder rausbekommt. So, wir würzen das jetzt erstmal, das Fleisch, lassen das aber schön liegen und machen natürlich dann in derselben Pfanne diese sogenannte Schmorsoße, weil das ist ja wichtig, dass sie dann im Ofen garen. In der Zwischenzeit, ich habe 4 Eier aufgeschlagen, da kommt Parmesan dazu, das verrühren wir und das wird dann unter diesen Macaroni-Auflauf gehoben. Macaroni-Nudeln oder generell Pasta für dich, typisch mediterran? Ja, schon. Ja? Ich liebe Pasta und ich liebe es, dass du ein wirklich einfaches, günstiges Rezept mitgebracht hast für unsere Seher und Seherinnen. Ja, das ist ganz wichtig, ich meine, ich sag mal, aus luxuriösen Zutaten kann bald jeder was machen, aber wenn man dann so ganz einfache Zutaten nimmt und die dann richtig veredelt, das ist dann die hohe Kunst des Kochens. Und ich glaube, da scheitern auch sehr viele Köche, weil sie natürlich immer glauben,
aus dem besten Salzwasserfisch kann man natürlich alles ja, machen, klar. Aber entscheidend ist auch eine Forelle was Gutes machen zu können. Soll ich probieren? Ja. Sie sollen ja nicht ganz durch sein. Nein, die sind so perfekt. Genauso. Können wir es abseihen? Mhm, bitte, ja. Weil die werden im Ofen noch lange gegart. Mhm. Ich passe gerne auf dein Hackfleisch auf. Danke. So. Bei den Nudeln können Sie ja nehmen, was gerade noch bei Ihnen herumliegt. Genau, da kann man also wirklich die verschiedenen Sorten, kann man alle kochen zusammen und dann kann man die, wenn sie die gleiche Garzeit haben, kann man die wirklich gut verarbeiten. So, und jetzt noch Karotte. Tut man am besten so runterschneiden und dann in Würfel schneiden. Ich tue jetzt erstmal hier meine Rouladen tue ich jetzt raus, weil ich nehme den Bratensatz, der da entsteht, natürlich auch für die Soße. Das würde ich jetzt auf keinen Fall wegwerfen, sondern das muss richtig schön hier, die Brataroma müssen da drinnen bleiben. Ich gebe noch ein bisschen Olivenöl rein. So. Und dann gebe ich dazu, dein Fleisch sieht auch schon sehr gut aus. Wirklich, darf ich schon sagen. Langsam tomatisieren oder ja, lassen wir es kann man schon, kann man jetzt schon reinmachen. Gut. So, kann man schon reinmachen. Sehr wichtig, dass es schön mitgeröstet wird, das Tomatenmark, auch fürs Aroma. Wie viel? Noch ein bisschen. Das Johann, aber das heißt, ich kann bei dir privat auch kochen lernen, habe ich das richtig ja, verstanden? Ich habe eine Schule, aber ich habe natürlich relativ wenig Zeit. Also das heißt, es gibt nicht mehr so viele Kurse, aber es gibt immer wieder auf meiner Seite natürlich dann Termine. Nur grundsätzlich, wie gesagt, ist es so, dass ich das gerne mache, weil ich möchte das nicht verlernen. Weißt du, wenn man heute nicht richtig regelmäßig kocht, dann kommt man aus der Übung. Was machst du lieber? Selber kochen oder anderen das Kochen beibringen? Ich kenne sehr viele junge Leute auch so. Ich habe viele junge Kollegen. Also ich beschäftige mich immer sehr. Mein Traum wäre, irgendwann mal eine Stiftung zu machen für junge Talente. Weil ich glaube, wir müssen diesen jungen Talenten eine Chance geben. Ich sage jetzt ein Beispiel. Uns in Deutschland ist es so, jetzt ist jemand sehr interessiert und möchte gerne in Hamburg in einem der 5-Sterne-Hotels seine Ausbildung machen. Mhm. Und da ist natürlich so, wenn der nach Hamburg geht, dann kostet eine Wohnung schon 1.000 Euro. Ich habe in Hamburg einmal gelebt. Ja, sehr teuer. Ja, es ist einfach so. Und jetzt, wie soll der eine Ausbildung machen? Wenn die Eltern den nicht unterstützen, dann geht das nicht. Und da würde ich halt gerne so ein paar Unternehmer haben, die sagen, Mensch, ich gebe ein bisschen Stiftungskapital und dann würde man diese Leute unterstützen, damit sie einfach eine richtige, tolle Ausbildung machen können. So, jetzt machen wir da Erbsen rein. Ja. Ich habe schon Tomatenmark auch schon wie du reingegeben. Mhm. So, ich gebe jetzt rein hier Rotwein. Mhm. Auch hier wieder, wenn man jetzt zum Beispiel das Rinderbrühe, wenn man jetzt zum Beispiel da zu Hause das jetzt für Kinder machen würde, kann man auch natürlich ein bisschen dunklen Johannisbeersaft nehmen. Das ist gar kein Problem. Das ist ja auch oft, wenn man für die ganze Familie kocht, das ist ein Familienessen. So, und jetzt kommt hier einfach so ein Topf bei mir, weil die müssen ja geschmort werden. Jetzt kann man hier die Rouladen reingeben. Das ist auch wichtig, dass man ein hohes Gefäß nimmt, weil das soll ja schön mit der Flüssigkeit bedeckt sein. Der Fehler wird auch oft gemacht, dass man dann so Gefäße nimmt, die ganz flach sind. Okay. Dann braucht man zu viel Flüssigkeit. Und jetzt, schau, jetzt kippe ich das einfach hier drauf. So, siehst du? Und jetzt passt das quasi hier exakt. Siehst du, das ist genau die Menge, die man jetzt braucht für diese 4 Rouladen. Wie lange kommt das jetzt ins Rohr? Da schiebe ich jetzt rein bei 180, 190 Grad. Das macht der Backofen. Und dann lasse ich das einfach hier im Backofen schön garen. Das wird alleine und die Soße dabei reduziert ein bisschen. Dann kann ich dir zur Seite gehen und helfen, das Ganze bei dir fertig zu machen. Also, was haben wir jetzt? Wir haben die gekochten Nudeln, wir haben das fertige Ragout für Sie und wir haben einmal ein Gemisch aus 4 Eiern mit Parmesan. Das Ganze wird jetzt zusammen gemischt. Meine Frage ist nur, in welchem Moment hebt man die Eier mit Parmesan unter? Ganz zum Schluss. Mhm. Weil man muss sich ja vorstellen, kalt, heiß. Mhm. Und Eigelb stockt ja schnell. Mhm. Ja? Deswegen macht man erstmal zu den Nudeln dazu die Hackfleischmasse. Mhm.
Die geben wir dazu. Du hast gesagt, sie ist gut abgeschmeckt. Ja, und ich würde auch gerne dir etwas empfehlen, nämlich einen Topf zu nehmen, der nicht so hoch ist. Da kann man besser rühren. Man kann es auch insgesamt besser verteilen. Ja, dann sieht man auch mehr, wie sich das schön vermischt alles. Mhm. Warte, wir nehmen mal da was Zweites. Genau. Mhm. Richtig, hätte ich jetzt genauso vorgeschlagen, so wie ein Salatbesteck. So, isst du Salat? Ich esse gerne Salat. Also Salat ist ja sicherlich, das muss man auch wissen, natürlich Salat ist etwas, was man morgens essen soll, weil Salat ja im Magen vergärt, das weiß man ja auch. Und gerade wenn man nachts abends Salat isst, ist es nicht immer gesund, sowas zu essen. Gell? Ja? So, schau mal, wie schön das ausschaut. Das ist wirklich super. Lass uns mal probieren, weil, wie gesagt, ich habe bis jetzt nur das Hackfleisch probiert. Die Nudeln waren ja nur in Salzwasser gekocht, korrekt? So, korrekt. Mir fehlt nichts, außer so ein bisschen vielleicht dieser mediterrane Touch. Ich hole ein bisschen Rosmarin und Thymian da vorne und schneide noch ganz klein, weil ich gehe da rum, ich habe ein Messer. Oder da ist auch noch, schon, da ist noch was hier, das kann man nehmen. Nehmen, was haben wir denn da? Rosmarin haben wir noch, ist schon, da. Rosmarin ist da, ein bisschen Oregano ist noch da, schau, das ist ja typisch. Das ist einfach gut, immer, gerade das, was ihr habt im Studio hier in eurer Küche, diese Kräuter, das verlockt auch oder verleitet auch immer wieder wunderbar, dass man die Dinge da vorne nimmt einfach und sie verarbeitet. Und dann gibt das Ganze natürlich dem Essen einen besonderen Reiz. Und hier habe ich noch ein bisschen Cayenne-Pfeffer, schau. Ja, da den ist Rest. Doch alles. Na, und jetzt kommt alles rein hier. Sehr schön. Und ich glaube, jetzt ist auch schon so weit abgekühlt, dass man das Ei unterheben genau, könnte. Genau, jetzt ist das kein Problem. Das mache ich jetzt für dich. So. Dankeschön. Mhm. Ei mit Parmesan. Genau. Also, woher kommt das Ei mit Parmesan? Weißt du das? Das ist der Vorläufer vom Wiener Schnitzel. Ei mit Parmesan. Also, es gibt in Österreich ja Schnitzel mit Brösel. Ja. Und in Italien gibt es ja, kennst du, Piccata Milanese? Ja, ja, ja. Man hatte gesagt, dass die Köchin damals vom Radetzky nach Wien gekommen ist und die hat keinen Käse gehabt und hat dann anstelle von Käse Brösel genommen. Und da sagt man, daraus entstand diese Bröselpanade für Wiener Schnitzel. Das ist doch nicht dein Ernst. Mein Ernst, ohne Witz. Ist so. Der war in Italien, der Radetzky. So, hilf mir mal da mit dem Löffel. Ja, warte, ich mach das schon. Warte, halt du den Löffel. Es geht alles rein da. So, alles. Schau mal. Und was für ein tolles Familienessen, oder? Ja, und es ist auch richtig schmackhaft, gell? Und nicht so, ich sag mal, manchmal so Krankenhausküche. Das schmeckt dann so lasch alles. Und das schmeckt richtig nach Schmackes, so. Was ist dein Lieblingsgericht? Also ich muss dir sagen, ich esse am liebsten ja immer noch Wiener Schnitzel. Es ist so eine geile Kombination. Nicht, weil ich vorhin erzählt habe davon, sondern wirklich, das ist also wirklich so ein, für mich ist das so ein leckeres Essen. Also so ein schönes Kalbfleisch, dünn geklopft und dann so Mehl. Da muss man das Mehl nur drüber sieben. Dann Ei mit Schlagsahne aufgeschlagen. Mit Schlagsahne? Ja, genau. Und dann diese selbstgemachten Brösel, die schön braun sind und dann im Butterschmalz so Zentimeter hoch ausgebacken. Also ihr Lieben, ich sage euch eins, wenn ihr das hinkriegt, ich komme zu euch nach Hause Schnitzel essen. Ich liebe das wirklich. Ihr habt es gehört. Also ganz Österreich ist jetzt aufgefordert, für Johann Lafer Schnitzel zu machen. Genau. Schreiben Sie uns, wie Sie Ihr perfektes Schnitzel machen in den sozialen Medien. Wir freuen uns darüber, welche Reihenfolge haben Sie, wie würzen Sie, welches Fett verwenden Sie. Und jetzt mache ich ein Angebot für das Beste, was mich am überzeugtesten wirklich was rüberkommt. Ja. Dem schicke ich persönlich ein Buch mit Widmung zu. Okay? Wir freuen uns. Ja, das mache ich. Los geht's, Österreich. So, bitte. So, rein damit. Wie viel Grad jetzt, Chef? Ja, 180 Grad immer so im Schnitt. Was hast du denn da? 180 Grad. 180. Genau, rein damit, das passt. Super. So. Das heißt, Bragioli sind im Rohr, Macaroni-Auflauf ist im Rohr. Wir machen eine Runde sauber und dann geht's gleich weiter. Ja, voilà, einmal durch die Zauberkugel und schon ist sauber in der Küche. Ja, und sag ehrlich, wie ihr sauber gemacht habt. Ich habe sauber gemacht, aber du hast sehr brav geholfen. Also einmal Bragioli, Rindsrouladen auf Maltesisch und einmal eine Familienportion Pasta mit Ragout. Genau, wir fangen an, indem wir erst mal reinschauen, ob die Rouladen jetzt wirklich was geworden sind. Mhm. So, rollen die raus. Und dann natürlich... Ich hol die Teller. Ja, genau, du holst die Teller. Ich werde jetzt mal hier reinschauen.
Und jetzt sieht man schon hier diesen herrlichen Duft. Man sieht auch, dass die Flüssigkeit weniger geworden ist. Wir werden jetzt eine rausnehmen. So. Und eine zweite. Wir machen gleich zwei auf einen Teller. So, jetzt werde ich erstmal hier mit der Pinzette versuchen, den Spieß rauszuziehen. Na, Finger ist doch besser. So, und da auch. Ich gehe zur Schussrichtung. Nein, nein, alles ist gut. Das ist immer, natürlich, der Spieß saugt sich ein bisschen voll. Das ist ganz normal. Wäre es ein Fauxpas, wenn man mit den Spießchen serviert? Das macht man meistens mit Menschen, die man dann nicht so lieb hat. Ja? Ah, da kommt also, der Spieß rein. Also, verstehe. Wenn man, ich sage es andersrum. Wenn man das Gefühl hat in der Küche, dass die Rouladen so fest und so hart sind und so schlecht sind, dann sollte man den Zahnstocher für die Zähne drin lassen. Okay, verstehe. Gut. Unsere sind natürlich köstlich, weil Johann Lafer hat sie gemacht. Und falls Sie kochen wollen, was Johann Lafer kocht. Guck mal hier, schau. Schau mal. Wie schön gleichmäßig gefüllt, die Füllung schön saftig. Wir machen jetzt hier die Roulade da drauf. Ah, wie schön schon, ja. Ja, und dann tun wir die zwei da daneben so. Ja, dass man auch die Füllung sieht. Ah, super. Jetzt ist ganz wichtig, dass wir die Soße schön drüber machen. Und zwar auf keinen Fall dieses aufgeschnittene zudecken. Mhm. Ja, dann unbedingt. Lassen Sie jetzt schauen, was unser... Schauen wir mal, wie es da drüben weitergeht. Makaroni-Auflauf macht. So, die Stunde der Wahrheit. Oh, tada, tada. Oh, guck mal hin, wie schön. Großartig. Großartig, also wirklich großartig. So. So, jetzt sieht man schon hier, der Käse ist gut geschmolzen. Jetzt ist natürlich das immer so ein bisschen die Frage, wie kann man das schön anrichten? Das ist ja gerade bei Lasagne und solchen Dingen immer die große Herausforderung. Aber nicht verzagen, Moment. Lafer fragen. Johann fragen, so. Super. Sollen wir das hier schön drauf, schau her. Schön runterschieben. Ich weiß, Sie haben schon so richtig Hunger, aber der Johann, der zelebriert das noch bis zum bitteren Ende. Ich sag dir was, du so, jetzt machst du was Grünes drauf, bitte. Auch hier würde ich sagen, darf man nicht vergessen, dieses mediterrane, ein bisschen Öl, na komm, bitte nicht so geizig. Schau. So, darf ich ordentlich? Nee, schau her, wir schneiden das ab, das geht besser, mit einem Messer oder mit einer Schere. Und dann siehst du hier so schön grün, wie der Frühling und so schön, frisch, nett, charmant wie Silvia. Wie eine junge Liebe. Johann. Was hast du gesagt? Das habe ich gesagt. Lass dich jetzt mal wirklich verwöhnen. Nimm Platz, oh, Platz in all deiner Herrlichkeit. Soll ich Essen mitnehmen? Das mache ich. Ich serviere dir. Es gibt Rotwein, es gibt gut gelaunte Gäste. In dem Fall bist es du. Und Sie sehen, was wir Wunderbares gezaubert haben, noch einmal in einer Großaufnahme. Und jetzt wird verkostet im großen Johann Lafer-Finale bei Silvia Kocht. Wenn ich etwas zu bemängeln habe, dann muss ich sagen, dass ich bis Donnerstag arbeiten muss, um endlich mal ein Glas Wein zu bekommen. Jetzt hör aber auf. Das war geizig, aber sonst bin ich zufrieden. So, Mahlzeit. Ich freue mich riesig auf das und bin sehr gespannt. Jetzt muss ich mein eigenes Essen auch noch selber essen. Ja, das kommt ja nicht selten vor. Also. Also das muss man sagen, ich glaube, wir haben bewiesen die ganze Woche, dass es eigentlich gar nicht so viel Neues ist, aber dass es eine gewisse Besonderheit hat, sei es Gewürze, sei es die Zubereitung. Und wenn man jetzt sich überlegen muss, was man in der nächsten Zukunft einkaufen muss, dann ist auf jeden Fall Knoblauch, Zwiebel und Tomatenmark wichtig. Und wenn Lafer kocht, dann heißt das, dass das in den nächsten Tagen ausverkauft sein wird in Österreich. Aber vielleicht Zwiebel und Knoblauch, wenn wir genug haben. Alles Liebe. Zu Ihnen nach Hause. Mahlzeit, viel Vergnügen beim Nachkochen. Johann, herzlichen Dank. Und das letzte Wort hat wie immer der Chef. Ja, liebe Silvia, ich sage erstmal bei dir danke. Und ich sage jetzt nochmal hier, glaube ich, in die Kamera. Ja, ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Das Leben ist viel zu kurz, um schlecht zu essen. In diesem Sinne, Servus. Es ist das Beste.